Servus und hallo zu einer neuen Ausgabe von Stadtleben TV. Heute mit mir, eurem Albert. Wir befinden uns hier gerade vor der Commerzbank Arena. Denn das Thema heute lautet nämlich Rhein-Main-Metropole Frankfurt. Wir begeben uns jetzt mal ins Stadion rein und werden das Stadion mal begutachten aus verschiedenen Blickwinkeln. Also, auf geht's! Albert, ein Sieger hier, wer da? Ein Sieger? Gesundheit. Nein, der Elton ist hier, Mahlzeit. Albert, du bist dabei. Nee, oder? Doch. Ja, sehr geil, sehr geil. Hammergeil, cool. So, ich würde jetzt gerne mal den Albert anrufen, den hätte ich gerne in der Mannschaft drin. Sieht gut aus, natürlich nicht so gut wie du, aber wir brauchen noch einen, der gut aussieht. Auch nächster Tag. Albert ist gerade zum Mr. Westdeutschland gekürt worden, arbeitet ehrenamtlich für Mainz 05, verliert ständig gegen seine Schwester im Tennis. So, wir sind jetzt beim Büro von Big City Beats angekommen. Unter uns ist das Cocoon, hier das Büro von Big City Beats. Wir gehen mal rein und gucken mal, was es Neues gibt. Neben mir sitzt jetzt Bernd Breiter, der Geschäftsführer von Big City Beats. Servus, grüß dich. Wir stehen hier gerade in der Kaiserstraße 25, einem kleinen Geheimtipp hier in Frankfurt, nämlich dem Déjà-vu. England sind leider nicht qualifiziert für die Europameisterschaft. Ja. Wie findet ihr das? Ich meine, England hat sich das selber versaut, würde ich mal sagen. Mhm. Könnten besser spielen. Ja gut, aber Ghana hat ja eigentlich ganz gut gespielt. Das hat ja nur im letzten Spiel gescheitert. Ja, nächstes Jahr oder in 2 Jahren vielleicht. Richtig, so ist es. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, Jungs. Ja, gleichfalls. Danke, gleichfalls. Tschüss. Ja. Ghana und bei der Europameisterschaft. Mann. Wir sind jetzt gerade in der Spielbank Wiesbaden und bereiten uns auf die Full Tilt Poker Challenge am 13.09. in Mainz vor. Und ich muss sagen, der Anfang ist schon mal nicht schlecht. Wie ihr seht, bei mir läuft es ganz gut. Kleiner Tipp von mir, es ist eigentlich alles nur eine reine Frage des Pokerfelds. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik, nämlich Auszubildende Abudi, auch Azubi Abudi genannt. Der war nämlich für uns in Leipzig vor Ort auf der Games Convention und hat dort jede Menge Frauen interviewt, komischerweise. Und hat sich von einigen verwirren lassen. Wie das Ganze war und was er alles erlebt hat, das zeigen wir euch jetzt. Für so eine geniale Antwort würde ich eigentlich sagen, ich wollte schon immer mal mit einem Holländer einen Trikottausch machen. Überragend! Ganz, ganz großes Kino ist das. Also. Das ist Völkerverständigung, oder? Jungs. Fußballfachwissen ist gefragt. Oh je. Welche Mannschaft ist bei der EM nicht dabei? Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Drittländer. Okay, England war's. Warum ist Ghana nicht bei der EM dabei? Ausgeschieden? Keine Ahnung. Sicher nicht? Nee. Okay, warum ist Deutschland nicht dabei? Deutschland ist dabei. Richtig, danke dir. Ciao. Und wie lange würde das funktionieren, ohne Lizenz zu trainieren? Ich glaube, letztendlich ist das auf 3 Jahre möglich. Im ersten Jahr bezahlt man eine Strafe, die wahrscheinlich moderat ist, aber das steigert sich im Laufe der Jahre. So, jetzt stehen wir hier am Heiligen Rasen, wo alle 2 Wochen bei der Eintracht die Blutgrätschen ausgepackt werden, Abseitsfallen zuschnappen oder Spiele zu Helden oder tragischen Figuren werden. Wie ihr seht, der Rasen leider nicht betreten. Das heißt, für mich gibt es heute leider keinen Einsatz, aber das soll dann halt eben die Eintracht verrichten. Schalala. Oh, achso, halt. Dafür bin ich ja eigentlich gar nicht da. Das ist nämlich hier die Westkurve. Hier sitzen die Ultras, das sind die Fans bei der Eintracht. Hier im Stadion wird demnächst auch die UFM Club Night stattfinden. Wie, wann und wo genau?
das findet ihr unter ufm.de oder, wie sollte es anders sein, natürlich bei uns bei stadtleben.de. Also Augen und Ohren offen halten. Ich bin jetzt ready to go und ich dachte mir, ich gebe euch noch ein paar Event-Tipps mit auf den Weg. Ich bin euer Albert. Ich hoffe, ihr surft noch schön und fleißig auf stadtleben.de und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Stadtleben TV. Denn besser ist es.